Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen beim neuen Infovideo. Und ja, ich habe nicht allzu lange Zeit. Ich habe ein Gameplay aufgenommen. Es geht fast 6 Minuten, also 5 Minuten 56 und so. Das war kackegal. Deswegen beeile ich mich, die Info zum Gameplay steht unten. Und zwar Black Ops 2 Gameplay, die Gadgets, die ich auf den Waffen habe und so, das erwähne ich nicht. Ist nämlich eigentlich relativ egal, was ich darauf habe. Viel wichtiger sind die Themen, die ich heute für euch habe. Und zwar stehen die Links, und zwar ist das einmal, wie geht's mit Payday weiter, dann das Thema Hater und was mit Markus los ist und ob er zurück ist und so. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Thema, und zwar, wie geht es mit Payday 2 weiter? Ja, ich habe mir gedacht, man macht eh immer nur dasselbe. Jedes Mal Bankausraub und so weiter, Polizisten abballern, Zivilisten festnehmen und so weiter und so fort. Dementsprechend werde ich jetzt nur noch eine Aufnahmesession machen, in der ich wahrscheinlich noch weiter darauf eingehen werde. Wann ich die hochladen werde, weiß ich allerdings noch nicht, weil ich sehr wenig Zeit habe durch die Arbeit. Und ja, wie gesagt, letzte Aufnahmesession werde ich bald machen. Und ja, da habe ich noch keine Idee, was ich aufnehmen soll als nächstes. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich habe zur Verfügung stehen einmal Rayman Origins oder wie auch immer das heißt. Und einmal könnte ich noch Call of Duty Black Ops 2 Singleplayer, also die Kampagne Let's Play. Je nachdem, wie ihr wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über eure Wünsche. Ja, dann gehen wir gleich mal zum zweiten Thema. Die Zeit rennt, sehe ich gerade. Ja, das Thema Hater. Und zwar habe ich da eine Nachricht an diesen Nils, der uns so extrem hatet. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Auf jeden Fall hat uns dieser Nils darauf aufmerksam gemacht, was ich sehr nett von ihm fand, dass wir total schlecht sind, dass keiner unsere Videos guckt und so weiter und so fort. Also hart am Flamen und so über unseren Kanal, also so ein richtiger Hater. Da sage ich nur eins: Wenn ihr rumhatet, ihr könnt uns ruhig deabonnieren. Wir haben 161 Abonnenten. Da juckt es uns jetzt nicht, ob uns einer deabonniert oder zwei. Also ganz ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, mich juckt es nicht, wenn es ein oder zwei oder drei deabonnieren. Dann sind wir zumindest dieses Gehate schon mal los. Ja, nochmal an dich, Nils, falls du noch einmal hier so abgehst wie unter dem 10. Let's Play von Payday oder unter dem 9., keine Ahnung, wenn du das Video siehst, auf jeden Fall. Das werde ich gekonnt ignorieren und vielleicht auch dem YouTube-Support zusenden. Ja, das ist deine Entscheidung. Und ja, ansonsten habe ich auch zu diesem Thema nicht mehr viel zu sagen. Das, was gerade im Gameplay passiert ist, ist übrigens ziemlich noobig. Aber naja, was will man machen, ne? Ja, und dann zum letzten Thema, und zwar, was mit Markus ist und so weiter. Ja, ich habe mit Markus gesprochen, er ist wieder da und hat ein neues Spiel, was er jetzt playen möchte. Und zwar ist das Thief. Ihr müsst es kennen. Ich kenne es eher weniger. Ich kann dazu nicht gerade viel sagen. Er wird das Spiel auch blind let's playen. Dementsprechend wird das Ganze auch viel interessanter. Aber nachdem es ein neues Spiel ist, denke ich mal, wird es euch auch mehr interessieren als dieses alte Spiel wie Payday und so weiter. Ja. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles Payday 2 letzte Aufnahmesession. Thema Hater und Nils und so. Und ja, das wird tief. Ich wollte eigentlich, dass er noch mit dabei ist, Markus, dass er da vielleicht noch weiter drauf eingehen kann. Weil ich kann da echt wenig dazu sagen. Aber ich hoffe mal, es wird euch dann trotzdem gefallen. Boah, was ist schon wieder Laber. Sorry, ist schon irgendwie fast 0 Uhr und so. Ich bin. ja. Ich habe halt kein Leben, ich sitze nur noch da und mache ein Video. Ja, das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon.
Wie gesagt, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Rayman oder Call of Duty Black Ops 2. Beides keine neuen Spiele, allerdings beides sehr gute Spiele, nachdem ich ja Rayman schon seit der PlayStation 1 spiele. Ich habe das auf der PlayStation 1 schon gesuchtet. Und seitdem auf jeder Konsole, also auch Wii und so, außer Xbox, ich bin kein Xbox-Fan. Und was ich noch ansprechen wollte, weil ich sehe, wir haben noch ein bisschen Zeit, sondern ein kleines bisschen, aber naja, egal. Und zwar habe ich vor, mir einen PC zu kaufen. Und da werde ich dann wahrscheinlich Arma 3 Altes Live Let's Playen. Das könnt ihr dann auch entscheiden, ob ihr das überhaupt sehen wollt oder nicht. Oder ob ihr lieber Daisy Standalone sehen wollt oder beides. Keine Ahnung. Denn sobald ich Hey, einen wake PC up. habe. Oh, jetzt werde ich angestupst. Markus auch noch. Ja, okay. Das war's dann. Und das Gameplay geht schon wieder von vorne los. Fail. Ich habe schon viel zu lange gelabert. Okay. Man sieht sich, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao.